Nun müssen sie um das Gier schlagen, wa? Ich hab mir schon fast gedacht, weil wenn du in irgendeiner Stadt campst, dann... Frühere Spieler kommen wieder vorbei, also... Oh, wie wird in Sevastopol geschrieben? Wisst ihr das aus dem Kopf? Was denn? Wie Sevastopol geschrieben wird? Sevasto und dann Pool. Also Sevost. Sevasto. Dann Pool. Zwei O. Doppel-L, wa? Ja. Na, zwei O und ein L. Sevasto ein. Ja, das Event ging schnell. Jetzt müssen sie sich streiten drum. Aber ich glaube, selbst wenn wir in eine andere Richtung gefahren wären, auf die kleine Inseln, dann... Das ist einfach, also der Server ist auch relativ voll mit vielen Spielern, die nicht mitmachen, dann war es klar, dass es euch irgendwann erwischt. Ja, gut, wir hätten auch nur durch die Gegend fahren können, ne? Da hätten wir genauso viel, aber... Ich glaube, ich hätte es auch nicht anders gemacht. Wenn ich einer der Jäger gewesen wäre. Und er lag übrigens auf dem Krankenhausdach. Ja, fast gedacht. Er lag, ne? Ja, ganz oben. Ich habe überall drauf geguckt, aber sie ist ja nicht dann. Soll ich stoppen? Den kannst du schon laufen lassen. Okay, der IP-Man ist jetzt bei eurem Auto sogar. Wobei ich lange gut durchgekommen bin, muss ich sagen. Also, ich hätte eigentlich schon fast gedacht, dass du Bovo oder am Mill schon welche sind, aber. Warum kann ich ihn jetzt nicht spectaten? Ja, es ist. Unsere österreichischen Freunde haben wohl keine Lust mit uns Events zu machen und deswegen sind sie ja auf ihren eigenen Dingen umeinander und kriegen keinen Extra-Loot. Da ging der Extra-Loot wohl ziemlich flöten. Wer nicht mitmacht, der kriegt halt nur das, was dabei ist. Und das wären tolle Sachen dabei gewesen, wie Stronghold-Plan und. Cinderbox hätte ich mit reingepackt. Dem eher Magazine, vielleicht M60 oder irgendwas. Warum kann ich den mir nicht angucken? Ist der offline oder was? Oder schon wieder ein Disconnect? Ne, den IP-Man. Na, ist der als Passagier eingesetzt, reingegangen ist? Ne, ist er mit losgefahren. Das ist ja gerade ein Nembras-Gear. Aber dicke Hose ist da noch. Mal gucken, ob dicke Hose ihn kriegt. Kann man in Sevastopol gleich gut was los sein? Die sind ja zu zweit, okay. Wirklich schade. Dicke Hose hat nichts falsch gemacht, er hat einen erschossen und den anderen hätte er dann zum Aufzwinge, zum Aufgeben gezwungen oder so.
das muss man euch nichts mehr schreiben. Das hat Dings auch nicht ganz verstanden, Sören, ne? Was denn? Also mit dem Fliegen und so, also. Ach, wer ist denn der andere Österreicher, der mit dem unterwegs ist, mit IP-Man? Dieser Tsukusu, so dieser japanische Name, wollte ich gerade sagen. Ne, der ist nicht online, oder? Ja. Ne. Nehmt ihr noch auf? Ja. Fett Toni ist wieder am Leben. Wenn ich auch durch im Wasser zwischen Wasser und Berg laufe, komme ich da in Martin oder in den Wasserpulver raus? Martin. Was? Martin. Martin, alles klar. Du musst noch links laufen, dann kommst du nach Sevastopol. Was ist hier vorbei? Ich bin tot, du bist tot. Guck mal, ob ich ein bisschen vom Berg zugucken kann, gleich nach unten. Also deine Leiche haben sie nicht geplündert, da kam einfach nur ein Ross. Ja, war die Leiche von der Kai und gesehen hat, die hat er nicht getötet. Er hat nur mich getötet. Ach, was macht Booker denn auch? Jetzt bin ich rausgetoppt. Was macht Booker denn auf der Gefängnisinsel?
Sie sind ganz verstanden. Wir brechen nicht erst aus, oder wir sind schon abgebrochen. Ist noch unten Österreich auf dem Server? Ich sehe es gerade nicht. Ja, das sind, die haben, spielen alle wahrscheinlich zusammen. Wie heißen die? Warte. Dominate, IP-Man, Gerhard, Idem Max. Genau. Ja, Dominate hat eure Karre. Ja. Gibt halt auch Spielverderber. Ist leider so. Ja, das zwingt sich ja keiner mit zu machen, ne? Nö, nö. Das ist nicht, aber. Ich hab mir eigentlich heute schon, als ich gestern schon, als diese IP-Man die ganze Zeit diese Kills gemacht habe, haben wir schon die ganze Zeit gedacht. Naja, morgen werden wir mit Sicherheit IP-Man nicht töten. Dann wird Ende sein. Das schade einfach, weil der wirklich das Potenzial dazu hat, dass er eigentlich diesen Extra-Loot wirklich verdient hat. So hat er jetzt einfach bloß, naja, das ist jetzt nicht wirklich was. Ich geh mal zu den anderen hoch. Was machst du, Red DK? Zur Base hochlaufen? Ich bin Martin. Ich bin ja noch Itas gespawnt, weil ich dachte, ich kann noch was machen, aber. Möchtest du rächen? Ja, aber jetzt sind die Dings ja auch tot. Jetzt kann ich mich nicht mehr rächen.